Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesministerin, wir behandeln ein Gesetz und eine Ticketvariante und eine Gesellschaft dazu, die den etwas sperrigen Titel 1-2, und das Ticket enthält den Namen eines etwas sperrigen, nämlich 1-2-3 Klimaticket. Und ich habe mir die Mühe gemacht, Unterlagen anzuschauen, die uns zur Verfügung gestanden sind, und muss sagen, der Titel, ja, das ist Werbung, das ist nett, dahinter versteckt sich zum Teil ein Produkt, das auch gut ist, aber schauen wir es uns im Detail an. Frau Bundesministerin, Sie kennen das sogenannte Enökel-Gutachten. Und der Herr Professor Daniel Enökel von der Uni Wien zerpflückt unter anderem den Namen Klimaticket, weil mit Klima, sagt er, hat das Ganze nichts zu tun. Frau Bundesminister, ich muss dem Herrn Professor recht geben, das hat nichts mit Klima zu tun, es hat mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun und es hat damit zu tun, dass wir verstärkt in die öffentlichen Verkehrsmittel gehen wollen, aber mit Klima ist das nichts. Was hätte man wirklich gebraucht? Nicht ein günstigeres Ticket, sondern ein besseres mehr Angebot und vor allem eine günstige letzte Meile. Und das sage nicht ich, das sagen Ihnen unter anderem auch die Medien, beispielsweise die Frau Ungerböck vom Standard. Und die kennt sich aus in der Materie und die ist da voll dabei. Wir brauchen aber auch, und das ist immer dahinter gestanden, es heißt ein 1-2-3-Ticket. Was wir jetzt bekommen, was wir jetzt beschließen, ist das Dreier-Ticket und das ist nichts anderes als wie das sogenannte Österreich-Ticket, das schon Verkehrsminister, etliche von der SPÖ, der Minister Hofer damals und die Nachfolger, was wir haben. Und genau das wird jetzt finalisiert. Es ist nicht mehr, es ist nicht weniger und ich bin auch sehr zufrieden damit. Es ist ein gutes Produkt, aber das, was jetzt versprochen wird, dass danach kommt der 1er-2er-Ticket, auch wenn es gute Gespräche gibt, auch wenn es vielleicht schon Vorverträge gibt, so werden die nicht kommen. Denn wir sind von Verträgen, sind sie noch weit entfernt. Und wenn ich Ihnen von den Verbünden sagen darf, die, wo Sie immer sagen, ja, Sie hatten gute Gespräche, die Verbünde sind enttäuscht mit den Mitteln, mit der Arbeit, die man bis jetzt gemacht hat, hätte man wesentlich mehr aus dem rausholen können. Ich weiß nicht, warum es nicht passiert ist, da sind Sie letztverantwortlich. Es hätte, wie gesagt, wesentlich mehr sein können. Fassen wir zusammen, grundsätzlich ein gutes Produkt, aber eine ganz schlechte Durchführungsweise und auch ein reiner Marketingverkauf, der das Geld nicht wert ist. Danke. Grundsätzlich ein gutes Produkt, sagt Gerhard Daimek von der FPÖ in Richtung 1-2-3 Klimaticket des Umweltministeriums.